die müssen ja im Prinzip jede Szene, wo der drin ist, jetzt bearbeiten. Wenn wir davon ausgehen, dass der Film auch schon etwas weiter fertig ist als das, was wir bisher gesehen haben, sprich die Trailer. Wahrscheinlich fast fertig. Das wäre dann, also ich glaube, das wäre sehr, sehr viel Arbeit. Das schließt das Ganze natürlich nicht aus. Aber ich meine, vielleicht haben sie einen Film längst mit einem anderen Charaktermodell fertig. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Aber das wäre schon eine ziemlich dreiste Marketinglüge. Ich hoffe, das stimmt nicht. Keine Ahnung, was du von mir willst. Rückfutter, genau. Wenn sie das wirklich so gemacht haben, dass sie das Modell wirklich nur für den Trailer gemacht haben, ich meine, letztlich wäre es irgendwo schon gewissermaßen ein brillanter Schachzug gewesen, aber auf der anderen Seite, bei allem Respekt davor, dass sie so mutig wären und so abgezockt, irgendwo wäre es natürlich schon auch ziemlich dreist. Dreist, aber genial, ja. Das kann man so zusammenfassen, ja. Ja, Fragezeichen, passt. Beschreiben Sie Mario Maker mal wieder in einem Level? Fragezeichen. Hm. Aber die fallen ja jetzt runter. Und treffen mich dann. Ach nee, ach, die sind jetzt alle tot. Tja. Sad Story, bra. Das wirkt schon wieder wie so ein Level, wo ich absolut keinen Plan habe, was überhaupt gerade passiert. Also so gar... Shit. Das sieht aus, als würde ich den P-Switch vermeiden wollen. Ach, bitte sag mir, dass die Münzen optional sind. Die sind nicht optional, ne? Das gerne mitnehmen. Shit. Ich wollte den mitnehmen. Fuck. Ja, das stimmt. Schaden wird es niemandem, das stimmt. Es wird denen halt. Also ich glaube auch, ich hab, nachdem der Trailer ursprünglich veröffentlicht wurde, habe ich auch schon direkt gedacht und gesagt, dass. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass der Film trotz allem irgendwie eine größere Nummer in den Kinos wird. Ich weiß nicht, das wirkte auf mich die ganze Zeit so, als... Aber das ist sowas, was die Leute dann trotzdem gucken. Einfach allein wahrscheinlich, um es gesehen zu haben. Wobei Jim Carreys Eggman jetzt auch nicht das Schlimmste ist, was einem Film passieren kann, ne? Weiß nicht, vielleicht wird ein guter Film draus, wer weiß, keine Ahnung. Ich soll jetzt hier ernsthaft durchkommen, ohne einen Hit... Hier ist jetzt dann hoffentlich der Peace-Switch drin. Yes. Die Bitch. Ah. Ah. Passt. Ja, das wäre schon ein sehr, sehr merkwürdiges Marketing-Konstrukt, das finde ich auch. Ja. Aber wie gesagt, also sollte es stimmen. Boah. Also dreist, aber brillant. Absolut. Danke euch. Jim Carrey war fantastisch. Jim Carrey, aber. Ja, Jim Carrey wertet wahrscheinlich jeden Film mit diesem Production Value auf. Wobei, mir fiel die ganze Zeit auf, dass die Animationen von Sonic ziemlich billig wirkten. Pass mal auf, am Ende ist es wirklich so, dass der Film längst fertig ist mit einem anderen Charaktermodell. Pass mal auf. Ich dachte die ganze Zeit, dass, wenn du jetzt diese Charaktermodelle vergleichst, von der reinen Optik her und von der reinen Qualität her, jetzt nicht... hier wie Sonic, also nicht die Proportionen oder sowas, sondern einfach nur die Qualität der Animation und die Qualität des Bildes sozusagen, von dem CG-Ding da. Das sah schon billig aus. Vielleicht haben sie es wirklich einfach nur schnell gemacht für ein bisschen Dingsbums oder einen verspäteten April-Scherz, ja. Je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger würde es mich überraschen, ja. Wer weiß. Bitte.
Ja, genau, wir haben den Film fertig. Morgen im Kino. Das wäre dann wieder so eine Nintendo-Nummer. Mann, ganz ehrlich. Haben die schon ein Release-Date für den Film? Das müsste dann ja schon jetzt. Also, entweder die verschieben den Film oder die hauen jetzt wirklich jede einzelne Szene da nochmal rein. Heilige Scheiße. Ja, ja. Es ist aber häufig so, dass viele Fanarts besser aussehen, ja. Es ist halt. Aber natürlich schon auch so, dass die November. Na gut, ein halbes Jahr. Für fast jede einzelne Szene in dem Film. Schwierig. Schwierig. Wer weiß, wer weiß. Das ist die Schwarmintelligenz des Internets ist natürlich gerade bei sowas wie Fanart auch. Sorry. Bei sowas wie Fanart natürlich auch allmächtig. Ach, Max. Na guck. Island of Jumps, Level 1-1. Wenn das das erste ist, dann will ich wahrscheinlich nicht wissen, wie die anderen sind, oder? Wow. Ist das jetzt ernsthaft, der Sprung, den ich mache? Ernsthaft. Ernsthaft. Da oben irgendwo hin? Nee, oder? Warte mal. Machen wir es so. Versuchen wir es so, in der Hoffnung, dass ich das Ding nicht brauche. Also das Power-Up. Ein komisches Level. Das ist ein komisches Level. Ja, die Augen, die menschlichen Zähne. Ich fand die Körperproportionen ehrlich gesagt auch ziemlich merkwürdig. Ich fand einfach, dass für mich sah Sonic aus, als wäre das ein Mensch mit menschlichen Proportionen, sowohl im Gesicht als auch im Rest des Körpers, in einem Kostüm. So, das für mich, ich fand das total merkwürdig. Also auch die Beine, keine Ahnung, es sah halt aus wie menschliche Beine. Aber die Proportionen von Sonic the Hedgehog sind ja normalerweise in den Spielen nicht menschlich. Der hat ja, keine Ahnung, dünne Beine, im Prinzip keinen Unterleib. Ja, genau, Typ in First Suit. Mhm. Danke euch. Ich meine, okay, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich trotzdem tolerabel gewesen, ja. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Heute Morgen habe ich einen Trailer gesehen dazu, auch so ein Fanart-Ding. Das war dann im Prinzip Sonic the Hedgehog. Es war wunderschön. Toll, danke. Okay. Fällt der hier rein? Nee. Ah. Do you know the way? Das Meme ist doch bestimmt von 2015, oder? Das ist ja. Er hat ja längeren Bart als ich. Stimmt, Blume auf Köttel. Ja, es ist ja nun mal so, dass man ja häufig auch Guano, sag ich mal, nutzt zum Düngen. Das ist ja nur. Das passt zum Lore des Levels, Raphael, ja. Beneath the Islands of Apes. Apropos, die sind jetzt dann quasi die Guano Apes. Ach Gott. Mir bleibt heute auch gar nichts verschont, oder? Oder erspart für mich. Mir bleibt gar nichts verschont. Sehr schön. Wir hatten auch noch kein Wasserlevel, ne? Stimmt. Kommt noch, glaub mir. Kommt noch. Moment. DK's Haus. Okay, passt. Ja, ich war mir bei den billigen Animationen dann nicht sicher, ob der Film wirklich ein so dermaßen niedriges Production Value haben kann, dass das irgendwie diese wirklich billig wirkenden Animationen rechtfertigt. Aber wer weiß, keine Ahnung. Wer weiß, wie das Endprodukt aussieht. Es gibt so viele Filme, die... Ach Gott.
komm schon. Es gibt so viele Filme, die sich nur so dermaßen geändert haben. Wer weiß, vielleicht wird es wirklich ein guter Film. Es ist nicht Carl Sagan, lass mich in Ruhe mit Carl Sagan Level. Das fehlt mir noch. Ich hätte mal ein Loch direkt neben mir, fantastisch. Mhm, okay, mhm, ja, ja. Mhm, mal 64 Musik, mhm. Ich will ein stählerner Mittelfinger in mein Gesicht. Dankeschön. Danke, Mario Maker, danke. Ja, Sonic 06 würde wahrscheinlich auch mehrere. Sonic 06, der Film, würde mutmaßlich auch mehrere Schlaganfälle verursachen. Ich verweise an dieser Stelle an den Clip. Ist alles okay, Sonic, auf meiner Clipseite? Oh, wow. Was sind das für Level heute, Alter? Wahnsinn, ohne Scheiß. Wahnsinn. Dass ich schon Leveln Sterne gebe, die einfach nur ein bisschen... sorry. Die einfach nur ein bisschen erträglich sind. Danke, die Easy. Nilly896. Ja. Natürlich. Selbstverständlich. Alles andere wäre auch schwer erträglich gewesen. Hoch, also das wollte ich jetzt aber nicht. Was ist das für ein Schrott? Schon die ganze Zeit die dramatische Musik. Also wäre das Level nicht... Weil der langsamste, zähste Kack, den die Welt und Super Mario Maker jemals gesehen hat, ist die Musik natürlich fürchterlich dramatisch. Oh. Ey, wer soll das spielen? Hast du da mal drüber nachgedacht, dass Menschen Spaß haben? Yoshi Oko. Nee, nicht mal mehr. Yoshi Hiko. Sea Maze Run von Aromak. Coole Nase. An der Nase eines Aromak erkennt man seinen Hundesack. Fabrizio hat einen Scherz gemacht, Alter. Fabrizio hat gespaßt. Kann ich da einfach oben drüber schwimmen? Es ist bestimmt... Was willst du wetten, dass da oben drüber sind bestimmt Blöcke? Warum würde man es offen lassen? Ah, okay. Das habe ich erwartet. Ich setz mich doch jetzt nicht hier hin und spiel das. Sag mal, -2, das sind die Noten, die ich heute auch vergeben würde für diese Level. Kein Wasserlevel mehr, ich habe genug gesehen, genau. Danke dir, Fabrizio. Ey, was ist das? Du kannst... Jesus! Bowser's Final Revenge. Caps Lock, Ausrufezeichen, PogChamp von Adoni. Oh Gott, natürlich Newsoup. Oh. Ich durfte sie bestimmt nicht berühren, ne? Was? Ein Speedrun-Level mit einem langsamen Autoscroller. Verstehst du, wie Level funktioniert? Verstehst du, wie die Welt funktioniert? Hast du schon mal in deinem Leben? Ne, ich frag nicht nach.
anstatt mich umzuringen. Darf ich natürlich jetzt hier nur die letzten 6 Sekunden verdingen. Dankeschön. Dankeschön. Es ist zu schön. Es ist einfach zu schön. Gehe ich davon aus, dass ich einfach drüber springen soll, muss, will? Wieso habe ich gerade so einfach die Pilze bekommen, jetzt aber nicht? Moment, ich könnte natürlich so ein Ding hier mitnehmen. Ist der Sprung machbar? Ja. Deutlich sogar. Gianna Sisters Maker. Aber das wäre doch nur Mario Maker mit einem anderen Skin. Zu leid, bitte, es tut. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Wir haben einen sehr, sehr schlechten Abend heute erwischt, was die Level angeht. Hashtag World of Warcraft, genau. Aegis, schönen guten Abend. Hi. Willkommen zu dem Abend, an dem ich mal wieder froh bin, dass ich eine Woche lang kein Mario Maker spielen muss. Der C64 war fantastisch. Papa, crazy Level. Der C64 war großartig. Es gab so viele coole C64 Level, Spiele. Aber aus heutiger Sicht würde man ja, aus heutiger Sicht könnte man davon wahrscheinlich gar nichts mehr veröffentlichen, aber es war großartig. Ich möchte hier nicht rein. Das waren gute Zeiten. Allein die ganzen Sportspiele. Summer Games, Winter Games, der ganze Kram. Ich möchte nicht wissen, wie viele Handgelenke die nachhaltig zerstört haben. Viele, glaub mir, viele. Oh, bitte. Ich brauche doch nur noch 3 spielbare Level. Einfach nur spielbar. No Name von Aaron, ja, ist klar. No Use for a Name. Tschüss. Ja, die Mario 64 bzw. Mario Party Handschuhe sind großartig. Aber ich ärgere mich so, wir hatten damals sogar Mario Party, das heißt, mir hätte so ein Ding ja sogar zugestanden. Das könntest du heute, wahrscheinlich könntest du diese dämlichen Handschuhe heute für Tausende von Euros verkaufen. Würde ich dann aber eh nicht machen, weil ich bin ja Sammler. Aber muss der wirklich eine Piranha-Pflanze da auch noch hin? Muss das wirklich sein?
100 Meter in 7,3 Sekunden. Boah, das erinnert mich gerade an diesen einen Typ. Ich weiß gar nicht, irgendein Spiel, irgendein Weltrekord-Typ, der bis heute behauptet, sein Weltrekord wäre legitim, aber das glaubt ihm irgendwie keiner. Ich weiß aber nicht, welches Spiel. Auch irgendwie so ein uraltes Spiel. Wobei, hinter dem Bowser ist wahrscheinlich Feierabend, aber möchte ich mir das weiterhin antun, ist die Frage wahrscheinlich nicht. Kannst du heutzutage dürftest du das alles gerne nicht mehr machen. Früher haben die einfach gesagt, hier komm, bitteschön, wir schenken dir halt einen Handschuh gegen deine aufgedingsten Hände. Heutzutage wäre das Unternehmen wahrscheinlich tot. Ich will nicht wissen, wie viele Klagen es heute gäbe, nur wegen Mario Party 64 und dem dazugehörigen Controller. Der dümmliche Troll wird mich... Diesmal wohl erwarten von Quentin. Das wird die erste 100 Mario Challenge seit Monaten, die ich nicht schaffe. Ernsthaft. Ernsthaft. War es wert. Machen die Twirls langsamer? Das wusste ich überhaupt nicht. Da war ich mir gar nicht so drüber bewusst. Danke euch. Wann war das letzte Level? Jetzt mal ohne Scheiße. Das ist gefühlt 20 Minuten her. Schlimm. Ich danke euch. Nummer 14. Mhm. Key Touchdown. Hört sich beschissen an. Yep. Soll ich hier hoch, oder was? Ach, ich hätte es da reinwerfen müssen. Gut, von mir aus. Ich glaube, das schaffe ich. Ich glaube, das könnte funktionieren. Wobei, so wie ich mich kenne, werde ich dieses Level nie wieder hinkriegen. Ich werde nie wieder bis zum Ende dieses Levels kommen. Das ist das, was ich jetzt prophezeie. Ich kann ihn jetzt nicht hier hochwerfen, weil ich... deswegen darf ich die Schlüssel nicht einsammeln. Weil sobald ich einen Schlüssel habe... Verstanden. Sobald ich einen Schlüssel habe und nach oben werfen möchte, gehe ich automatisch in die Tür. Okay. Na. Das ist nicht unbedingt das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. So, und jetzt kann ich nämlich nach oben werfen. Hier reingehen und hab da mal Level. Ach, weißt du was, das war kurz und schmerzlos. Das war okay. Danke euch. Wäre am schlimmsten. Nach dem, was ich heute hier sonst noch so erlebt habe, muss ich ehrlich gestehen, das war nicht das Schlimmste heute. Er hat einen Bildungsauftrag erfüllt. Danke euch. Ich habe mir sagen lassen, die Telekom ist schuld, Max. Boah, wir hatten gestern auch wieder schöne Probleme mit denen. Aber auf der anderen Seite haben sie dann wieder geholfen. Wir kriegen jetzt einen neuen Router, das war schön. Also, die haben mir immer gesagt, für ihren Internetanschluss reicht der Router noch. Gestern sagte die Person am Telefon dann auf einmal ganz geschockt, was haben Sie denn für ein altes Gerät? Ich habe gesagt, kannst du meine Frau nicht so nennen, was soll das? Aber keine Ahnung, stattdessen kriege ich jetzt einen neuen Router. Ding dong. Möchte ich wissen, zu was das hier so führt? Die Telekom ist fantastisch. Die Telekom hat mir so viele Gefallen getan. Das ganze Genörgel über die Telekom finde ich... Also, meiner Erfahrung nach absolut lächerlich. Es gibt so viele, so viel schlechtere
Internetanbieter und Telefonanbieter als die Telekom. Und glaub mir, ich hatte schon viele. Wie viele verschiedene Telefonanbieter hatte ich mittlerweile? Irgendwie 7 oder so? Die meisten davon waren deutlich schlechter und langsamer und hatten einen viel beschisseneren Service als die Telekom. Ich weiß, es ist ein Meme zu erzählen, wie beschissen die Telekom ist, aber... Ohne die Telekom würde ich heute Abend nicht sitzen. Was, haben wir hier überhaupt Kabel Deutschland? Keine Ahnung. Wir haben immer unsere netten Probleme mit 1 und 1. Das ist ein Telefonanbieter, den würde ich niemandem empfehlen. Das Einzige, was die hingekriegt haben, war schnell die Hardware zu liefern. Das war das Einzige, was sie hingekriegt haben. Und sie waren zu dem Zeitpunkt, als wir den Vertrag abgeschlossen haben, soweit ich weiß, verhältnismäßig günstig. Ob die es jetzt noch sind, weiß ich gar nicht. Marcel, da wies es Gott, ja. Übrigens lustig, die Telekom möchte hier, dafür werde ich sie natürlich dann jetzt doch wieder zerreißen, berechtigtermaßen. Die wollen jetzt hier Glasfaser ausbauen, allerdings irgendwie im Prinzip bis eine Straße vor meinem Haus. Danke dafür. Also das wird natürlich Rache geben, das schwöre ich. Oh, was ist das schon wieder für ein Kahak? Keine Ahnung. Telekom und Osnatte. Na, immerhin, guck. Long Jump. Aber früher war das sogar mal so, dass häufig diese lokalen Anbieter so mit das Beste waren, was du kriegen konntest. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber früher war das so. Hat man mal so gesagt. Im Grunde genommen. Hier ist bestimmt in irgendeiner... Pass mal auf. In irgendeiner Röhre ist bestimmt ein Dev-Exit oder so. Auch nicht. Ich weiß nicht, was du von mir willst, Alter. Sorry, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der von mir möchte. 2 minus 1 ist 1. Wenn es die Note für dieses Level ist, bin ich für heute zufrieden, aber allein mir fehlt der Glaube. Ich will für ein Stacked Pipe Rotz, Alter. Ja, ja, stimmt, die eine Straße hatte damals schon immer besseres Internet als ich, die haben jetzt aber für eine Weile mal aufgeholt. Also wir hatten jetzt eine Weile lang, hatten wir jetzt auch das genauso gute Internet, aber jetzt legen sie da hinten Glasfaser hin, die Säcke. Aber hey, ich meine, gut, das eine Mal, dass das hier auf einmal besser geworden ist, das war dann auch komplett unangekündigt, also vielleicht haben wir Glück, aber muss man nicht für Glasfaser, müssen die dafür nicht irgendwie die Straße aufreißen oder so? Oder können die das einfach so machen? Ich schon anfangen, Speedrun-Level zu spielen. Das sagt viel über die allgemeine Qualität der Level heute aus. Ja, heute ist einer der beschissensten Tage, die ich in Mario Maker jemals hatte. Ohne Scheiß. Ich hatte schon viele schlechte Abende
Und das wird die Leute auf YouTube sicherlich auch sehr freuen, wenn wir hier die ganze Zeit sitzen und keine Level schaffen. Ach, wieder irgendein Rätselscheiß. Ja, was weiß ich denn? Ich habe nie ein Level gebaut. Was weiß ich, ey? Oh. Aber keine Ahnung. Manchmal kommt es dann im Mario Maker halt vor. Be wary von Emilio. Ich könnte meine neuen Leben jetzt einfach verprassen und sagen, es tut mir leid, es hat nicht sollen sein, aber... Ich möchte es jetzt zumindest versuchen. Oh. Nur noch 8. Ich hab's gleich geschafft. So oder so. Schuh-Ägypten von Samu. Moment. Moment. Moment, Samu hat, glaube ich, gesagt, dass er nie ein Level gebaut hat. Yoshi, bitte nicht. Ey, jetzt geht mir die Katze auch noch auf die Nüsse, Alter. OMG. Oh, bitte! Irgendwas... Was nicht auf den ersten Blick aussieht wie die gequälteste Kacke. Ja, wake up. Ja, bitteschön. Was nicht aussieht wie die gequälteste Kacke, die ich jemals gesehen habe. Irgendwas. Ey. Und man erwartet ja gewissermaßen schon Scheiße, wenn man Mario Maker spielt, ja? Aber das heute ist wirklich. Also, das ist das Highlight überhaupt, ever. Ohne Scheiß. In 3,5 Jahren. Wie ich dieses Spiel spiele, ist das heute wirklich... Also, das wurde noch nicht getoppt und ich hoffe auch, das wird nie mehr getoppt. Das ist der absolute Knaller. Ja, natürlich. Wahnsinn. Ohne Scheiß, absolut Wahnsinn. Ich gebe mein Bestes, ohne Scheiß, bei dem ganzen Mario Maker, den wir im Moment spielen, so oft wie möglich nicht zu frustrieren. Ohne Scheiß, aber das heute ist nur wirklich... Nee. Und Scheiß, zur Hälfte sehe ich das Level nicht mal mehr. Ja. Bowser Juniors auf Bloopern, Alter. Bowser Juniors auf Bloopern, Alter. Sind die bekloppt, ey? Oh Gott, okay, noch 5 Leben. Ich habe noch 5 Leben für das letzte verfickte Level. 5 Leben für das letzte verfickte Level. Nee, du kriegst keinen Stern. D, was weiß ich, was dein Name ist. Danke euch. GG Schild, auch für gerne Gina, nur mal so, Mann. Sie fällt mir gerade mal so auf. Oh nein. Oh no. Oh no. Oh no. Versuche ich das jetzt noch 4-mal oder skippe ich? In der Hoffnung, dass ich irgendwas bekomme, was für mich spielbarer wird. Irgendein Kack passiert. Es war so klar, ne? Ohne Scheiß. Wie kann man da einen Trollblock einbauen, Alter? Das ist doch nicht mehr normal.
Jesus. Nein, auf keinen Fall. Oh Gott, Alter. 120, ja klar. Ich werde jetzt in 2 Minuten Speedrun spielen. Exakt, das ist das, was passieren wird. Nein. Ich kann den Knopf auch einfach gedrückt halten, ne? Okay, Moment. Ich dachte gerade, es startet, okay. Aber dann stand ich plötzlich vor einer Ziegelsteinmauer. Da war ich mir doch nicht mehr so sicher. Ja, und jetzt? Leap of Faith. Ja, was sonst? Im Zweifel Blind Jump. Ja, ja. Exakt, genau. Mhm, ja, 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 ja. Mhm. Genau so, genau das. Ja, ja. Ich hätte gern Power-Up, Freund. Das wäre schön. Irgendwie dünkt mich das Gefühl, dass dieser Gefallen mir heute nicht getan werden wird. Einen fetten Mittelfinger in die Fresse von diesem Meisterwerk von Spiel. Die anderen kaufen die Leitung. Ja, auch nur bei der T1&1 ist ein Pissladen. Etwas schnellere Leitung. Aber nur mir VoIP. Trotz 6 Leitung, wenn jemand angerufen hat, war meine GT-Runde mit dem Mercedes EMG zum Teufel. Also, entweder Telekom oder Osnatel, kann da bis jetzt nichts Negatives sagen. Eine 50 Eiger für 19 Euro. Reicht mir, gab auch eine 100 für 25. Aber HD und gut läuft mit der 50er. Das Telefon ist eh abgemeldet, M.O. Deep Purple ist weg, schon auf 100. Läuft. Yeah, easy, danke dir. Deep Purple ist weg, das ist aber traurig. Das war toll, oder? Das waren tolle Zeiten. Danke euch auf jeden Fall für die ganze Unterstützung mit dem Bleed Purple-Ding. Jetzt können wir das ja, jetzt wo wir diese wunderschöne Challenge abgeschlossen haben, kann ich das ja quasi auch abschließen. Danke euch dafür. Easy, Fabrizio, Kniesi, Samu sind mir da vor allem in Erinnerung geblieben. Da waren sicherlich auch noch viele andere bei. Also danke an die Leute, die dran gedacht haben. Und sehr, sehr cool. Maike war es auch, glaube ich. Sehr, sehr edel. Guck mal, die Challenge doch noch geschafft. Es war ein langer, zäher Schritt dahin, aber vielleicht wird es ja dann am Montag wieder ein kleines bisschen besser, als was auch immer wir heute hatten. Danke, Easy. Danke, Mario Maker. Und hier.